Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir mal, wie man diese beiden Systeme miteinander verbinden kann. Also Mindstorm mit Power Functions bzw. Power Functions Motoren mit dem Mindstorm kontrollieren kann. Dabei gehe ich nur auf vier Wege ein. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Wege. Zum Beispiel ist eine Möglichkeit, dass man auch noch an die Kabel direkt rangeht und sich eigene Adapterkabel baut. Aber den Weg finde ich persönlich jetzt nicht so schön. Und deswegen gehe ich da nicht drauf ein. Und dann fangen wir auch schon mit dem ersten Weg an, der schätzungsweise auch einer der offensichtlichsten ist. Und so nimmt man einfach hier einen Schalter. So, damit ist die Schaltung fertig. Und so ist der Hauptstromkreis eigentlich der, dass halt einfach diese Batteriebox hier, beziehungsweise der Motor, über den Schalter gesteuert wird. Und der wird eben von diesem Power Functions Motor, von diesem Mindstorm Motor gesteuert. Die müssen dann einfach nur beide fixiert werden. Und dann kann man eben mit dem Mindstorm Motor kontrollieren, ob sich der Motor nach links, nach rechts bewegen soll oder stehen bleiben soll. Das Problem dabei ist aber, dass man keine Geschwindigkeiten und so weiter steuern kann. Und außerdem finde ich das auch die Verschwendung von einem Motor bzw. eine ziemliche Platzverschwendung. Also kommen wir zu dem zweiten Punkt. Da ist die Schaltung eine ziemliche Reihe simpler. Da brauchen wir übrigens auch gar keine Power Functions Batteriebox, weil der Strom für den Motor vom EV3 kommt. Aber wir brauchen einerseits dieses Adapterkabel hier, das ist ein älteres Adapterkabel, was mal von Lego selber verkauft wurde. Aber das ist inzwischen eingestellt worden. Das hat nur zwei Adern und wurde eigentlich dafür gedacht, um alte 9-Volt Sachen mit dem NXT zu verbinden. Das geht mit dem NXT auch mit Sensoren im 9-Volt System und eben auch mit Motoren im 9-Volt System und im Power Function System. Mit einem weiteren Adapterkabel dazu gleich noch. Aber Sensoren kann man jetzt mit dem EV3 nicht mehr verbinden. Also zumindest keine RCX-Sensoren. Und dann gibt es hier noch ein weiteres Adapterkabel. Das ist das ganz normale aktuelle Power Functions Verlängerungskabel bzw. Adapterkabel zu diesem älteren System. Und da muss man das einfach miteinander verbinden. Hier kommt der Stecker rein. Also praktisch erstmal einen Adapter zum neuen Waldsystem und dann einen Adapter zu Power Functions. Und der Motor kommt dann da einfach rein. Und das kann ich jetzt sogar mal ganz kurz demonstrieren. Und so, wenn ich auf Motor Control gehe und dann runterdrücke, bewegt sich der Motor. Und wenn ich hochdrücke auch. So wie er soll. Aber dabei wird eben der Strom vom EV3 gezogen. Und es wird ein weiterer Motorport belegt. Das heißt, dann hat man nur noch drei freie Motorports, wenn man diesen Motor verwendet. Bei diesem Weg. Und damit kommen wir zum dritten Weg. Dabei wird etwas mehr Technik verwendet. Und zwar erstmal dieser Infrarotlinksensor von Hightechnik. Mein Sensor ist halt auch einen ähnlichen Sensor. Aber wenn man den mit dem EV3 verbindet, dann kann man damit zum Beispiel kann man damit Power Functions, Infrarotsender, Infrarotempfänger ansteuern. Das Ganze geht auch mit dem RCX und dem alten 9-Volt-Zug. Aber das Ganze ging eben, oder das geht eher beim NXT besser, weil beim EV3 der Support dafür fehlt. Und dann brauchen wir eben noch einen Empfänger. Man kann bis zu vier Empfänger ansteuern, weil die alle einzelne Frequenzen haben. Und da jeder Empfänger zwei Motoren hat, kann man also insgesamt bis zu acht weitere Motoren anschließen und es wird eben nur ein Sensorport verbraucht. Und dann braucht man eben noch die Batteriebox und den Motor.
Und dann baut man eben einen ganz normalen Stromkreis, um die Batteriebox mit Power Functions fernzusteuern. Die beiden müssen eben so sein, dass man mit dem Sensor den Infrarotempfänger kontrollieren kann. Und der Motor kann eben irgendwo verbaut werden. Und dadurch wird auch der Strom von der Power Functions Batteriebox gezogen. Das heißt, der EV3 bleibt davon unbetastet, bis auf dieses Signal. Und das ist, glaube ich, so noch so ziemlich der beste Weg. Aber man benötigt eben einen Sensor, der eigentlich ziemlich teuer ist. Ich glaube, der kostet so um die 50 Euro. Als ich ihn gekauft habe, gab es den gerade heruntergesetzt. Und für den letzten Weg, den habe ich leider nichts, was ich zeigen könnte. Aber der EV3 hat hier einen USB-Anschluss. Und von Lego ist auch mal ein Alternativsystem zum NXT rausgekommen, das nennt sich Widu. Da gab es eine Möglichkeit, Power Functions Sensoren und Motoren über den Computer zu steuern. Und ja, Power Functions Sensoren gibt es wirklich, aber eben nur in diesem Widu-System und sie sind deswegen ziemlich selten. Und da gibt es halt diesen USB-Hub, den man einfach in den Computer stecken kann. Den kann man natürlich auch hier reinstecken. Das geht sogar auch über einen USB-Hub bzw. einen Mehrfachstecker für einen USB. Und dann kann man eben mit dem EV3 diesen USB-Hub ansteuern und damit auch Power Functions Motoren. Und da kann man sogar mehrere über einen Hub mehrere anschließen, aber das habe ich ja schon erwähnt. Das Problem ist dabei eben auch, dass der Strom von dem EV3 kommt. Und außerdem braucht man dafür mehrere dieser Video-Hubs, die nur in der Schule, im Schulshop erhältlich sind und dadurch vielleicht noch etwas teurer sind. Naja, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du noch irgendwelche Fragen zur Kompatibilität von Power Functions mit Mindstorm oder umgekehrt oder so hast, kannst du mich immer gerne in den Kommentaren fragen. Und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.